Ich bin Hennessy Cook, arbeite für Dynamic Food und heiße euch herzlich willkommen bei meinem Vlog über Ernährung. Ja, ich bin Kraftsportler geworden. Jeder Kraftsportler muss genügend Eiweiß nehmen. Dieses Produkt war das erste, was ich gekauft habe. Es ist ein sehr interessantes Produkt. Es schmeckt nach, was war das nochmal? Irgendwas mit Cake. Strawberry Cheesecake oder sowas. Coco Cake. Ist auch egal. Ich will einfach mal sagen, das ist das Produkt des Jahres 2015. Das ist Testsieger. Es ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr günstig. Es schmeckt sehr gut. Die Qualität ist sehr gut. Das Einzige, was mir nicht an diesem Produkt gefällt, ist, dass zu wenig Eiweiß drin ist. Eine Portion sind 30 Gramm, aber eine Portion 30 Gramm sollte auch 30 Gramm Eiweiß beinhalten. Aber in diesem Produkt hat man nur 23 Gramm pro Portion. Das bedeutet, dass 7 Gramm Eiweiß fehlen eigentlich in einer Portion. Da gibt es bessere Shakes, die sind vielleicht ein bisschen teurer, aber wenn man Kraftsport machen möchte, dann sollte man darauf achten, dass man Qualität hat. Also dieses Produkt fällt für mich durch. Ich kaufe im nächsten Monat ein neues. Und damit möchte ich zum nächsten Produkt gehen. Vielleicht habt ihr schon mal was von Juice Plus gehört. Ein super Nahrungsergänzungsmittel, wenn es um Vitaminhaushalt und sonstiges geht. Es ist sehr teuer, aber ich bin ein Befürworter dafür. Ich kann es nur empfehlen. Also Dr. Meyer Wohlfahrt oder wie der Arzt von Deutschland heißt, der befürwortet das mittlerweile auch. Er ist ein großer Arzt meiner Meinung nach und seine Meinung zählt auch bei sowas. Ich möchte natürlich, dass niemanden aufdringen soll. Ich möchte nur reden, was ich nehme. Ich zum Beispiel nehme Omega-3-Kapseln, gibt es im Edeka, Aldi, überall gibt es die zu kaufen. Das sind so Fischölkapseln. Ich esse sehr wenig Fisch, aber man braucht ja doch Omega-3 sehr viel für den Körper, damit der Stoffwechsel auch funktioniert. Und dazu nehme ich noch Doppelherz A bis Z, das sind Vitamintabletten. Ich meine, man muss sowas nicht nehmen, wenn man genug Vitamine zu sich nimmt. Aber ich möchte meinen Stoffwechsel, wie gesagt, in den Haushalt halten. Ich möchte, dass alles läuft in meinem Körper, damit ich noch mehr Fett verbrennen kann und noch mehr Energie habe. Und was auch noch sehr gut ist, sind Eisenkapseln. Ich fühle mich immer sehr müde und sehr schlapp nach Trainingseinheiten. Und wenn ich mir dann so eine Eisenkapsel reinhaue, dann fühle ich mich auch nach einer halben Stunde wieder fit. Was natürlich auch einen Apfel gut machen kann. Aber ich habe ja nicht immer nur einen Apfel dabei. Deswegen habe ich auch mal ab und zu diese Kapseln nur für mich. Ich will das niemandem empfehlen. Es geht auch nicht darum, dass es irgendjemand nimmt. Es geht einfach nur darum, dass Sachen existieren, die wirklich einem weiterhelfen, die gut sind und auch nicht teuer sein müssen. Ich möchte maskulin werden. Euer Hennessy Cook. Und wenn ihr Fragen oder irgendwelche Ideen habt, worüber wir reden können, schreibt es hier drunter.